Hallo, heute werde ich euch zeigen, wie man mit jailbreakme.com sein iPod Touch oder iPhone oder iPad jailbreaken kann. Firmware 4.0. Also bis jetzt solltet ihr eigentlich noch nicht über 4.0.1 updaten, weil da gibt es noch keinen Jailbreak. Aber nächste Woche wird Apple die neue Firmware 4.1 rausgeben und da wird dann wird es vielleicht wahrscheinlich einen neuen Jailbreak geben. Dazu werde ich euch dann auch was zeigen. Also okay, Jailbreak Me ist finde ich der einfachste Jailbreak, den es hier gab. Braucht einfach nur ein iPod oder iPhone oder iPad und geht dann ins Internet auf Safari und gibt oben ein Jailbreak Me. Ich werde es auch in die Description schreiben. .com. So. Wenn ihr das habt, dann seht ihr hier so einen Slider und ein bisschen Information. So, und das einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist sliden. Und dann fängt es schon an. So, jetzt braucht ihr ein bisschen Geduld haben und warten. Also es dauert jetzt ein bisschen, also komme ich gleich zurück. So, jetzt seht ihr, dass fertig ist. Und da steht jetzt Cydia has been added to the home screen. Okay klicken, wegklicken. Und jetzt ist euer iPod oder iPhone oder iPad, weiß ich was, gejailbreakt. So, hier seht ihr, dass ihr jetzt Cydia auf eurem, also in meinem Fall ein iPod habt. So, das war's. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch weitergeholfen. Bewertet und kommentiert das Video. Und tschüss.